Oder soll ich das jetzt nicht noch nicht genau Tobi? Ich weiß solche Sachen doch nicht. Okay. So, mal, das ist gar keine Diamant. Ich dachte eben so, hatte ich denn gar keine Diamantspitzhacke? Ja, wie hast du denn Netherportale gebaut, Vögelchen und so? Ja, gegossen natürlich aus. Ja, genauso Turbo in 10 Sekunden mit Eimer und Wassereimer. Ja. Und nee, natürlich aus meinem aus meinem glühenden Urin. Weißt du? Nein, ich bin die hast du zu viele Nuka-Cola Quantum getrunken oder was? Ja, ich bin die Obsidianmaschine überhaupt. Wenn ich kacke und da drauf pinkle, gibt's Obsidian. Oh ja. Also, ich mach das so, ne? Also, ich esse ganz viel Chili, dann kacke ich wohin, dann pinkel ich drauf. Und nun habe ich Obsidian. I am the Obsidian Generator in a person. So, Reisebett steht bereit, endlich nach 14 Folgen. Wo bist du denn gerade? In meinem Lager. Ich hab Buried Treasure gefunden. Ja, dann komm doch, du wolltest doch wundervoll mitnehmen. Yay, gerade. Ja, ich wollte ein paar sogar haben, damit ich, sobald ich Never Read habe, ja. Du willst schon Never Read, also, ne? Nein, wenn ich die habe. Du bist niemals right für Never Right. Haha. Nee, das heißt dann bei Right. We've got to fight for the right to have Nether Right. Was? Moment. Ich bin hier gerade dabei, das Nether-Portal abzureißen. Oh, es wird dunkel. Ja, also ich bin im Nether. Ja, geht doch. Ja. Moment, ich muss mal meinen Travel. Ich bin gerade die ganze Zeit ein Netherportal mit der Eisenspitzhacke abzubauen. Ist das geil? Moment, Kittenkomla, du kannst sofort pennen. Ja, so. Ich bin schon bereit, so. Rein da. Blöd, Tobi. Ich kann nicht schlafen. Ah, dann geh ins Nether. Ja, super. Danke, du Kackviech. Alter. Okay. So. Hui. Der baut mir hier mein ganzes Portal. Soll ich timesetten? Aha. Alter. Ich musste letztens einem, keine Ahnung, dreijährigen Amerikaner auf YouTube erklären, dass mein Name auf einem anderen Account, Gaming So Sour, dass das Ü kein japanischer Buchstabe ist. Und das hat über mehrere Tage gedauert und das war echt eine dumme Diskussion. Weil er wollte mir nicht glauben, dass mein Name was bedeutet, Gaming So Sour. Ich habe ihm mehrere Male geschrieben, was es bedeutet. Kein einziges Mal war das. Das sind halt die klassischen Anime-Kriegs. So, Kevin? Mhm. Kevin, du wolltest doch Portalreise irgendwie machen. Also wenn du jetzt noch durch das Portal willst, dann mach es jetzt, ja, weil gleich ist es weg. Gut, ich komme zur Kittenkomula eben. Ja, also ich werde das Portal auf jeden Fall abreißen demnächst. Setz mal klar. Ja. Kann es sein, dass das, was du gesagt hast, das hinter meiner Base sein soll, dass es ein riesiger Berg ist? Ja, das auch. Aber es gibt da auch noch was anderes und das ist noch viel faszinierender. Das ist wirklich so faszinierend, da würde es Bock seine Stirn, Augenbrauen durch die Stirn ziehen oder was? Was? Kacke, jetzt habe ich drei Kuhn gekommen. Ein bisschen lebt der Rest an unserer Seite. Ja. Wo ich geh und steh, tut mir mein Herz so weh, wenn ich den Horsti nimmer furzen seh. Was? Was? Warum macht er jetzt den Drunken Joe einfach so random die Spotify-Kuh? Die Spotify-Kuh? Ja, ich musste irgendwas finden, um meinen Satz richtig klingen zu lassen. Kevin, wo bist du?
Ich suche gerade das Boot. Nur damit ich Bescheid weiß. Der obligatorische Pfeifer, ja. Ja. Ich bin Feindling, ja. Nein! Ich unterdrücke gerade mein Verlangen, Theme of Alien zu summen. Kevin. Kevin, wir sollten das hier koordinieren. Also, du bist auf dem Weg zur Stronghold, richtig? Sobald ich da. Ja. Ich will das hier nämlich nicht länger delayen, ansonsten baue ich das Portal schnell ab und baue es wieder auf. 3, 2, 1, 3, alles klar. 3, 2, 1, Feuer. So. Also Honk, was sagtest du, ist hinter meiner Base so wichtig? Da ist etwas Spannendes. Ich weiß aber nicht, ob das... Nein. Was viel Schöneres. Was Schöneres. Also. Ein Boner? Sowas. Nein, ich baue keine Boner in die Welt. Das macht nur der Kittenkrummler. Der Kittenkrummler baut überall Boner hin. Nee, nur bei dir in dein Einzugsgebiet. So. Hä? Kittenkrummler left the game. Ja, Entschuldigung, ich muss hier meine Testwelt immer rüber gucken. Wie ich das geplant habe, weil das fand ich eigentlich ganz gut. Meinst du vielleicht die Unterwasserstadt, die da auf dem Land ist? Nein. Was geht viel spannender. Ab, hey? Ja, er zeichnet sich da gerade mit Microsoft Paint was in die Welt rein. Also, okay. Das kennen wir ja. MS Paint. Diese ganzen Cheater mit ihrem MS Paint immer, die Minen in die Welt zeichnen und so. Aber kann es sein, dass ich kein einziges fucking Stück Obsidian hier mehr habe? Ist es denn die Möglichkeit? Also ich bin immer noch so breit. Ich habe gerade gedacht, dass die Rosen oder der Mohn die Augen von Spinnen wäre. Du solltest aufhören, das zu nehmen, was du nimmst, oder entscheidend mehr davon nehmen. Der übliche Satz, natürlich. Und jetzt wollen wir ein gewisses Thema nicht anschneiden, weil sonst gibt's Ärger. Drogen? Honk, also bitte, erkläre mir doch, was ist es, was ich finden soll? Sag es. Ein Schiffswrack, das halb in der Luft schwebt, sowas wie Kittenkurmler hat. Und deswegen bin ich jetzt 1000 Blöcke durch die Berge getrampelt. Oder deswegen bin ich jetzt tot! Deswegen habe ich den dritten Weltkrieg begonnen. Echt jetzt? Was? Das wird rausgekappt. Oh Mann, ich hab mich verlaufen. Shit. Wer wird rausgekackt? Was war das? Nein, nur rausgekutet. Rausgekutet. Okay, ach Gott. Wo kann man nochmal die Screenshots vom, Minecraft-Verzeichnis, ne? Wir sind so dermaßen durch heute. Entschuldigt, liebe Leiterin, Alter. Kann ich jetzt hier endlich mal ein bisschen Lava abgreifen? Nicht mehr feierlich. Das ist sehr feierlich, mein Vögelchen. Oh. Was mache ich hier eigentlich? Ich laufe in die falsche Richtung. Was? Gewitter. Ich bin gerade verirrt, glaube ich. Soll ich vielleicht mal nochmal Weather clearen? Oder können wir jetzt vielleicht kurz schlafen? Weather clearen, bitte. Scheiße, warum habe ich keinen Wetterball? Ja, das ist ein Problem. Ich habe mich wirklich verlaufen. Kann es übrigens sein, dass vielleicht... Ich meine, es regelt ja viel zu oft. Kann es vielleicht sein, dass Random Tick Speed hochgestellt wurde? Oder dass wir einfach seit Ewigkeiten nicht mehr geschlafen haben? Kann ja auch sein. Das ist es. That's it. Und ich verirre mich jetzt diese Bilder sehen, die ich gemacht habe. Screenshots. Ist die Frage, ist das jetzt symmetrisch? Entschuldigt, liebe Leiter, da muss ich mal kurz auf einen Kackstift hoch. Ne? Dieser PC. Nee. Jo, ich würde sagen, das ist ein schönes Bauprojekt eines Projekts, was die ich wollte das gerade anschneiden, dass das Gewitter kommt.
lächerlich. Es gab ja, glaube ich, gestern einen Kommentar beim Honk, ob der Honk Bock hätte, in einem Minecraft-Projekt mitzumachen. Ne? Ja. Aber das ist ja ständig, ich krieg ja ständig solche. Ja, ich habe mal bei dem Typen auf dem Kanal geguckt. Also da kam vor 2 Tagen anscheinend wirklich ein Video, dass da ein neues Minecraft-Projekt anfängt. Aber wir sind hier gerade in einem drin, also. Nee, es ist voll. Das kann er ja wahrscheinlich nicht wissen, weil er nämlich einfach bei mir kommentiert hat, ohne auch nur ein einziges Video bei mir geschaut zu haben. Ja. Obwohl, den Vogel kenne ich ja schon. Also der hat ja vor Ewigkeiten schon mal genau den gleichen Kommentar. Ich glaube 2 Jahre oder so ist das ja, da hat er genau den gleichen Kommentar gepostet. Ja, das kann sein, ne? Also, ja, das kann sein. Das wird so sein. So. Ich muss mal Diamant abbauen. Obsidian. Na, Diamant abbauen, das wäre schön. Alter. Ach ja. Liebe Zuschauer von heute. Boah. Ich glaube, ich muss mal Kaffee trinken. Ist irgendwie so müde auf einmal. Und ich muss vor allen Dingen die Rasputin-Dekorator wahrscheinlich absetzen, weil echt, das drückt so die Russenmütze auf diesem... Leute, es drückt auf diese Perücke. Leute, es drückt, das hört sich an. Oh, das hat... Im Zusammenhang macht's noch schlimmer. Ja, im Zusammenhang mit dem, was schon mal passiert ist. Leute! Entschuldigung, Kosti, wir wollten dich ja nicht ärgern. Nein, das ist nicht... Wir entschuldigen uns auch ganz doll. Jetzt auf der Stelle. Jo. Los, alle entschuldigen, alle Horsti entschuldigen. Sorry. Horsti. Horsti, vergib uns, denn wir wissen nicht, was wir wissen genau. Jetzt genau, was wir tun. Horsti, vergib uns, denn wir haben gesündigt. Ja, in Gedanken, Worten und Werken, genau. So. Junge, ich hab zurückgefunden. Ich werde erstmal das Projekt mal gucken, ob ich zu Stronghold kommen kann. Abgebrochen. Kennt einer von euch das, also das Lied Junge von den Ärzten kennt wahrscheinlich fast jeder, ne? Noch klar. Aber und auch die türkische Version. Ja, die türkische Version, Junge, genau. Die habe ich als jugendlicher, junger Erwachsener, der ich ja immer noch bin, rauf und runter gehört. Wie du wieder raus siehst, mit die blaue Auge von die Schlägereien. Türkische Gitarre, kannst du nicht spielen? Selbst meine Kühe sind dagegen. Das ist so schön. Wie lange ist das hier, Alter? Dazu sag ich mal wieder, hua, liebe Dinge. Ja. Renn, Sohn. Hua. Renn, Sohn. Vor allem das Geile ist ja, dieser Satz wird sowohl von Ardo als auch vom Vorgrim gesagt, ne? Ja. Und apropos Ardo, da wird auch bald ein Video kommen, nämlich Ardo ist auch ein Sprecher in Rome 2, nämlich der Sprecher sämtlicher griechischen Fraktionen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, wenn dann Ardo so kommt, kommt her und sprecht, tragt mir eure Anliegen vor, so mäßig, ja. Dann denkt man eigentlich immer, dass der Typ auf der Talaria eigentlich gleich losplappert, ne? Das drückt echt an der Birne. Leute, es drückt! Oh Gott, hör auf! Ja, das Hirnkino geht ab, ich weiß. Oh, ich Tope Pick hat sich mit Diamanten bedeckt. Okay, das kann er ja gerne tun. Das ist gut, das ist gerecht, das ist frühgeleite Wand, natürlich. Wie sage ich immer, das ist gut, das ist gerecht, das ist ein Hut und der ist nicht schlecht. Nicht schlecht, entschuldigt. Ja. Dürfen wir das eigentlich momentan Russensprachverarsche machen, wie das? Geht das? Natürlich, das geht immer. Also zumindest die Verarsche davon geht, glaube ich, schon immer, ja. Ja, was ist los, Brüderchen? Trink Kosakenkaffee. So, dann. Oder so, wollen wir jetzt endlich mal schlafen vielleicht? Ich habe immer noch kein Bett hier. Ich bin im Untergrund und Jo. Es ist unglaublich.
Es ist unglaublich, was hier passiert. Dann setten wir mal Time. It's time to set it. It's time to set goodbye, haha. Bist du sicher, dass du schon kuriert hast vom letzten Wochenende? Ich hoffe schon. Oh, schon. Ja. Jetzt ist hier ein Blitz eingeschlagen an der Baustelle, das gibt's ja nicht. Bei mir hier ist auch gerade Gewitter, wie ich höre. Meine lieben Vögel, ich werde gleich mal das Bett holen und mal mitnehmen, dann können wir auch schlafen. Aber obwohl, ich gehe ja gleich in den Nether. Kevin, wie sieht es aus mit deiner Reise zu Herrn Kittenkurmler? Ja, bitte mach das doch mal. Hab ich nein, abgebrochen. Nein, er muss es nicht unbedingt machen. Es ist momentan echt ungünstig, weil ich nämlich meine Nether-Arbeiten, meine Portal-Abrissarbeiten und Aufbauarbeiten mit ihm koordinieren muss. Und es wäre gut, wenn du die Reise zu Herrn Kittenkurmler so lange verschieben könntest, bis ich das Portal einmal abgerissen und wieder aufbaue. Ja, ich bin gerade so genervt von meiner Verpeiltheit, dass ich jetzt extra warte und versuche, den Weg, diesen verfluchten Weg durch das Video, durch das zweite Video mit uns beiden, ich sag mal zu dass ich das auswendig lerne, damit ich das, sobald ich das grüne Go, wollte ich gerade sagen, das Go von dir bekommen habe, ich loslegen kann. Entschuldigung, aber wenn dieses Advancement immer kommt, denkt man sich, bitte. Ich bin heute so maximal verwirrt, Leute. Mädel. Naja, Tobi, hast du deine Aufnahme aneignet? Ja. Ja, super. Da werden sich deine Zuschauer freuen, wenn vielleicht mal die letzte Aufnahme ist. Also, Leute. Leute! Mein Lieblingsmodell von Lego ist das Lego Set 1404-2022. Das ist nämlich das, Moskauer, also Moskau, das Schlachtschiff, das gibt's in Lego, ganz krass. Dann müssen Sie es ab jetzt mit einem schwarzen Verfärbung und einem Loch ausliefern. Ich schicke jetzt mal kurz die Seriennummer ein. Mit oder ohne Strahlung? Ich denke nicht, dass da Strahlung ausgetreten ist, weil weder ein Atomantrieb noch wurde es von einer nuklearen Waffe getroffen. Aber ach so. Es gab ja auch, ich glaube, als limitierte Edition als Lego-Figur den Zelensky und einen Molotow-Cocktail zur Belagerung von Kiew. Also leicht martialisch ist es schon. Warte. Schaut euch jetzt mal das, googelt einfach mal kurz das Lego-Set. Das ist eins der besten Lego-Sets, die ich jemals gesehen habe. Hau mal nochmal die Nummer raus. Die steht im Discord. Ach so. Ja. Copyright. So. Mal näher gucken. Das ist. So, Netherportal ist gleich weg. Warum lege ich. Kann ich die vielleicht die Nummer bei irgendwie auf der Seite von Lego suchen? Weil da finde ich jetzt. Ja, noch nichts. Such einfach Lego Set, dann die Nummer. So, und dann gehst du auf Bilder. Nee, ich schaue jetzt hier im Shop. Nein, das nicht. Ich habe hier nur die Bausteinzeit. Bausteinzeit steht da wirklich. Superstar Zerstörer, Lego Titanic, Horizon Forbidden West, Trollneck. Okay, Lego. Ich kläre auch. Es ist eine 20x15 cm blaue Wasserplatte, heißt, weil die Moskau ist ja gesunken. Das war der Witz. Ach so. Der war unterirdisch. Nein, der war. Ich nicht. Der ging schon runter bis zur Hölle, bis in den Nether ging der. So. Der ging bis zum Meeresgrund. Und ja, und da hat, wie heißt der Typ nochmal, nach ihm gesucht. Der. Nach dem Niveau. Ich komme jetzt wieder nicht auf seinen Namen. Ja, es ist James Cameron, der tapfere. Ja, genau.
Ich muss mal die komplette Serie rauf und runter gucken. Geht ja kostenlos. Sind ja nicht solche verklemmte Leute wie Amazon oder so. Doch Amazon Prime Video, wo man da, du zahlst für den Quatsch, aber trotzdem kannst du nicht alles kostenlos sehen von den Filmen. Ja. Das aber ist der Grund, warum, so verklemmt. Warum ich vor allem Amazon mit den öffentlich-rechtlichen gucke, als wahrscheinlich einziger Jugendlicher weit und breit. Jo, weißt du, wie das in Bayerisch klingt? Amazon Prime. Jo. Amazon Prime. Jawohl. So jo, mai. Jo.